Hallo Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute, meine Freunde, werden wir das wohl gehypteste Spiel aller Zeiten in Roblox spielen und zwar den Pet X Simulator, meine Freunde. Das Spiel hat permanent über 100.000 Spieler in Roblox. Übelst geisteskrank gehypt ist das und in 3 Tagen kommt auch ein richtig krasses Update, Leute. Überall auf der ganzen Welt reden die Leute über diesen Pet X Simulator und ich würde sagen, Leute, heute werden wir mal wieder der beste Spieler im Pet X Simulator, denn ich habe schon wieder 11.000 Robux aufgeladen. Wie immer, Kinder, nicht zu Hause nachmachen, gebt kein Geld für Videospiele aus und ich würde sagen, wir starten jetzt hier mal rein. Ich werde auf jeden Fall heute hier richtig viel Geld ausgeben, das kann ich euch schon mal sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss das hier erstmal so checken, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier so ein Tier und der greift jetzt hier, glaube ich, diese Münzen an, der macht irgendwie nur voll wenig Schaden und dann kriege ich hier so ein paar Münzen. Aber so wirklich schnell geht das irgendwie noch nicht, Leute. Also ich glaube, wir werden uns jetzt hier gleich erstmal ein paar Sachen, ein paar Upgrades und so weiter kaufen, damit wir uns bessere Tiere hier aus diesen Eiern öffnen können, Leute. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wo ist denn hier der Shop? Wo ist denn hier der Shop? Wo kann man denn hier Geld ausgeben, Leute? Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen direkt mal was ausgeben. So, warte mal hier. Exclusive. Ah, das sieht doch hier schon mal gut aus. Oh mein Gott, Leute, man kann hier richtig viel Geld ausgeben. Alter, okay, wir kaufen jetzt erstmal hier, dass wir 8 Pets haben können. Leute, ich habe schon gehört, man kann hier richtig viel Geld lassen, wenn man hier der beste Spieler sein will. Wie gesagt, macht das nicht zu Hause nach, Kinder, gebt kein Geld für Videospiele aus. Ich mache das hier für die Unterhaltung, damit wir gemeinsam hier der Beste sind, Leute, als Community. Dann hier Triple X VIP. Wir kaufen uns auf jeden Fall auch mal VIP, Leute. Ich werde, wisst ihr was, Leute, ich werde hier mal ganz kurz alles durchkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt hier schon fast alles gekauft. Wir kaufen uns jetzt hier sogar noch das hier für 1800 Robux. Ey, Leute, wir haben jetzt fast schon 5000 Robux ausgegeben. Es ist so krass, für was man hier alles Geld ausgeben kann. Aber ich möchte das machen, weil ich der beste Spieler der Welt werden möchte in Pet X Simulator, Leute. Überall auf der ganzen Welt gibt es sogar Videos im Internet, wo Leute sogar auf dieses Update warten und so. Also komplett krank. Und das Hoverboard haben wir uns jetzt hier auch noch gekauft. Also wir haben jetzt hier quasi einmal alles gekauft. Und jetzt kann man sich aber hier noch so besondere Eier kaufen, wo man so ganz besondere Pets rausbekommt, Leute. Das können wir ja gleich mal machen, würde ich mal behaupten. Aber wir können jetzt ja hier erstmal schauen. Wir haben jetzt ja schon mal einige Updates. Wo kann ich denn jetzt hier das Hoverboard rausholen? Okay, jetzt haben wir hier schon mal das Hoverboard. Okay, Tierchen, dann greif mal an. Boah, das dauert hier aber echt noch relativ lang. Ich glaube, Leute, wir werden uns hier nochmal... ey, Leute, also sorry, aber das dauert mir zu lang. Wir müssen mal hier gucken, wo kann ich denn hier nochmal ein paar Eier öffnen, damit ich mehr von den Tierchen bekomme. Okay, die kosten ja alle ordentlich Münzen. Oha, 9000 Münzen und die anderen Sachen sind noch gelockt. Ey, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Münzen. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen mit Münzen nachhelfen, habe ich das Gefühl, Leute. Oder ich kaufe halt einfach direkt hier diese ganz kranken Tiere für 2400 Robux, Leute. Ey, Leute, ich mach das. Ich hatte mal 11.000 Robux, jetzt habe ich nur noch 4.000. Ich habe so viel Geld hier ausgegeben. Macht das nicht nach, Kinder. Was habe ich denn jetzt hier? Free Exclusive Eggs added to inventory. Wir haben jetzt 3 exklusive Eier. Ich würde sagen, wir machen die jetzt mal auf. Vielleicht kriegen wir ja was richtig krasses. Oh mein Gott, wir können hier was richtig krasses jetzt rausziehen. Ey, also unser eines Pet macht gerade nur ein Damage, okay? Wir öffnen jetzt mal hier diese 3 krassen Pets, Leute. Ey, ganz ehrlich, ich habe hier jetzt schon 8000 Robux reingesteckt. Nee, 7000 Robux habe ich reingesteckt. Lasst dafür jetzt mal ein Like und ein Abo da, Leute. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt hier mal die Packs. Ja, ich bin sicher. Oh, Pack Opening, Leute, ein Limited Egg. Wow, Flopper. Ich weiß noch nicht, ob das was Besonderes ist. Flopper Exclusive. Warum stehen da Fragezeichen? So, das nächste. Warum stehen da Fragezeichen? Supercat. Aber was sollen diese Fragezeichen, Leute? Das verstehe ich nicht. Wie viel Schaden macht das denn dann, das Fragezeichen? So, wir gucken nochmal, was das Beste... Okay, wir haben einmal den da und den da. Also eher die nicht so besonderen Sachen. Ich hoffe, wir kriegen hier vielleicht noch dieses Spider-Man-Ding. Das sieht eben ein bisschen aus wie Spider-Man, Leute. So, komm, letztes Pack-Opening. Let's go! Bam! Nee, nochmal Supercat. Ah, okay. Okay, also, ich glaube, die sind natürlich ultra krass, diese Fragezeichen. Was bedeutet das denn, Leute? So, wir greifen jetzt einfach mal... Greift mal hier an. Los, meine Pets. Angriff! Wow, woo. Okay, es geht jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller. Okay, wir haben jetzt sogar 4 Pets. Jetzt greift das hier an. Okay, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Irgendwie so richtig stark sind die ja nicht, oder? Wobei, ich hatte aber auch mal gehört, dass diese Fragezeichen bedeuten, dass die einfach immer stärker sind als das stärkste Tier im Inventar. Das bedeutet ja aber, dass die halt jetzt noch nicht so wirklich stark sind, weil mein anderes normales Tier auch nicht so wirklich stark ist. Das heißt, Leute, wir sollten hier mal noch gleich ein paar normale Eier öffnen, damit wir hier mal wirklich noch stärker werden hier. So, das dauert mir hier zu lang. Macht mal hier so eine Kiste kaputt, Jungs. Macht mir hier die Kiste kaputt, Alter.
So, genau, Angriff. Greift mal hier an. Wie die Tiere auf einmal hier angehoppelt kommen. Die sind auch irgendwie noch ein bisschen langsam, oder? Die könnten auch, finde ich, noch ein bisschen schneller sein. Und Leute, ich habe hier sogar noch den Noob-Rang. Ich will hier kein Noob sein. So, mit dem nächsten Geld, was ich hier mache, Leute, sage ich euch ehrlich, ich gehe jetzt mal hier vor. Und wir werden jetzt hier mal weitere Eggs öffnen. Die holen ja jetzt eh in der Zeit, verdienen die Münzen für mich. Boah, wir haben jetzt 1000, komm. Wir könnten auch hier was Besseres direkt. Komm, wir machen hier direkt mal was Besseres. So, und bam! Okay, ein Piggy haben wir. Ja gut, ist jetzt nur Basic irgendwie, ne? Ist jetzt an sich nicht so ultra krass, aber es macht jetzt 7 Damage. So, meine Tierchen, herkommen. Nächstes Ding angreifen hier. Wir machen jetzt immer noch diese Geschenkboxen. Er macht jetzt hier die Geschenkbox kaputt. Aber warum sind meine Tiere denn so langsam? Kann man die irgendwie beschleunigen oder so? Kann man die irgendwie schneller machen, die Bummis? So, schön wieder Geld gemacht. So, als nächstes greift ihr direkt da hinten wieder an. Ich lasse die einfach direkt angreifen und wir machen in der Zeit weitere Eier auf. Dabei, wir können ja eh 15 von den Tieren mitnehmen. Nee, 8 Stück, glaube ich, haben wir gerade. Aber wir können uns ja auch noch den 15er-Slot holen. So, du greifst jetzt hier mit an. Kann man einstellen, dass die einfach automatisch immer irgendwas angreifen? Das wäre auch ziemlich cool. So, genau. Und als nächstes greift ihr... Nee, das habt ihr noch nicht kaputt. Ihr müsst erstmal das kaputt machen hier. So, jetzt als nächstes greift ihr das hier an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut macht ihr das. So, ich mache hier direkt wieder. Nächstes Pack-Opening. Wie kostet denn hier das nächste? Irgendwie machen die alle hier das nächste für 2700. Leute, irgendwie, da stehen so viele. Vielleicht lohnt sich das mehr. Dann sparen wir mal lieber noch auf 2700. Ey, Leute, mir geht das aber auch hier immer noch zu langsam, ne? Wir gucken jetzt hier nochmal. Wir gehen jetzt nochmal in den Shop rein. Triple Coins. Wir kaufen uns jetzt hier nochmal für 150 Robux die Triple Coins, Leute. So, jetzt kriege ich nämlich dreimal so viele Coins, wenn die hier irgendwie Geld für mich generieren. Sehr gut, auch gut. Hier direkt benutzen. Abfahrt, Leute. So, sehr schön. So muss das doch laufen. So, zack. Sehr gut, sehr gut. Als nächstes greift ihr mal hier diese Riesenbox für mich an. Genau, greift die Schatzkiste an. Los, los, meine Pet-Armee. Oha, 7000. Oh mein Gott, okay, das braucht hier ein bisschen. Das braucht hier ein bisschen, bis wir die kaputt haben. Vielleicht mach doch erstmal lieber hier... Nee, mach lieber erstmal die Münzen. Mach lieber erstmal hier die Münzen kaputt. Wie lange... Meine Tiere sind noch so schwach, ne? Die sind noch so schwach hier, meine Bummitiere. So, in der Zeit, wo die das Ding hier weiter kaputt machen, gehe ich einfach nochmal nach vorne. So, warte mal. Die greift jetzt hier mal die Kiste an. Genau, die sollen schon mal die Kiste angreifen. Und derzeit mache ich nämlich hier mal so ein Ei nochmal auf. Auto-Edge. Hallo? Ich will hier so ein Ding öffnen. Buy one. Oh, ein goldenes Ei machen wir jetzt hier auf. Golden Dog. Okay, gut. So, ein Golden Dog haben wir bekommen. Ist der jetzt... Der ist auch direkt... Oh, der macht sogar mehr Schaden. Der macht jetzt 9 Schaden. Wo ist der denn? Ach, der rennt mir da hinten noch hinterher. Der soll jetzt hier mal mit angreifen. Boah, wir haben schon wieder 3900. Oha, voll nice. Wisst ihr was? Da können wir direkt weitermachen. Machen wir direkt noch eins auf. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Krasses. So, let's go, Leute. Nochmal Pack Opening. Oh, rare. Okay, das war Seltenes. Das ist doch schon mal besser, Leute. Boah, der macht jetzt 27 Schaden. Schon mal viel, viel besser. Los, Angriff. Tiere, angreifen da hinten. Los, 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 los. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. So, hier nochmal. Zack. Und bam. Okay, leider nur Basic. Und nochmal. Und bam. Auch nur Basic. Aber wenigstens haben wir jetzt schon mal Goldtiere. Goldtiere sind irgendwie schon mal cooler. Oh, let's go. Ich mach jetzt so viel, dass wir nur noch Goldtiere mit uns rumlaufen haben, damit wir keine Schmalspurtiere hier haben. Jetzt sind hier einmal die besten ausgerüstet. Aber warum sind die nicht? Die haben so viel Geld gekostet. Warum zählen die nicht zu den besten? Das verstehe ich nicht. Okay, das ist jetzt hier unsere Pet-Armee. Jetzt schauen wir mal, wie viel Schaden wir hier machen. Oh, warte mal, hier für VIPs only. Wir sind ein VIP. Wir können doch hier reingehen. Oh, hier können wir Diamanten. Was bringen aber uns diese Diamanten? Kriegt man da bessere Eier mit den Diamanten? Irgendwie, ich weiß ja noch nicht so. Boah. Okay, es geht aber schon schneller. Okay. Okay, ich merke schon, das ist hier schon besser. Sehr gut, weiter geht's. Aber ich check noch nicht so ganz, was mir diese Diamanten hier einbringen. Was ist das hier denn für ein Special Gift? Was hier, kann man irgendwas... Kriege ich hier ein Geschenk oder was? VIP Gifts. Hm. So, genau, hier Diamanten, sehr gut. So, dann als nächstes können wir mal hier die Box nochmal angreifen. Meine Tiere, wir gehen nochmal hier nach vorne. Was kann ich denn hier mit den Diamanten machen? Man kann hier nur Sachen mit Gold kaufen. So, hier weiter Angriff. Ach, mit 10.000 Münzen kann man hier den nächsten Bereich freikaufen. Okay, Leute, das könnten wir natürlich machen. Oh, wir haben jetzt einen neuen Rang, Starter-Rang haben wir. Wir holen uns lieber mit dem Geld noch bessere Tiere, oder? Finde ich eigentlich, würde mehr Sinn machen, als jetzt hier in den nächsten Bereich zu gehen.
Außer das wird sich so krass lohnen. Da bin ich mir jetzt irgendwie gar nicht so sicher. Weil mit dem Ding, was wir jetzt hier haben, könnten wir nämlich jetzt 3 Eier auf einmal hier aufmachen. So, buy free. Oh mein Gott, 3 goldene. Komm, gönn was krasses, Bruder. Oh, alle basic. Toll. Danke für nix, Bro. Danke für nix. Komm, noch einmal. Gönn mal was Gutes jetzt hier. Auch, warum kriegen wir nur Basic-Sachen? Ich habe doch extra so Glück gekauft. Oh, und hier kann ich auch noch Geschenke beanspruchen. Woo, was kriege ich denn hier? Oh! Alter! Alter, was habe ich denn jetzt hier bekommen? Voll viele Münzen und so. Okay, Leute, jetzt kann ich ja hier die ganz krassen Sachen... Ey, okay, wisst ihr was? Ich schalte mal kurz da hinten diesen Bereich schnell frei. Weil dann können... Ey, wir haben ja so viel Münzen. Wir können uns jetzt richtig krasse Tiere kaufen. So, zack, hier, weiter geht's. Boah, let's go. Hier ist ein Upgrader. Hier können wir unsere Tiere auch noch upgraden. Das ist ja voll cool. So, wir gehen mal hier zum Shop, Leute. Boah, Alter, ich kann hier so Hund... Ey, ich kann hier richtig kranke Dinger kaufen. Das machen wir jetzt mal. Wir kaufen uns jetzt mal 3 von denen. Und bam, rare. Okay, nice, sogar rare haben wir. Komm, und nochmal 3 Stück und... Bam! Nur Basic. Schade. Jetzt können wir uns keine 3 Stück mehr leisten. So, dann gucken wir mal ins Inventar, Leute. Oh mein Gott, die anderen sind ja viel, viel stärker. Ich habe jetzt mal wieder eingestellt, dass die besten ausgerüstet sind. Ich verstehe aber nicht, die haben so viel Geld gekostet. Warum werden die nicht automatisch ausgerüstet? Das verstehe ich nicht. So, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt hier schon eine ganz gute Armee auf jeden Fall am Start. Ich schicke die jetzt hier nochmal weiter, weil wir könnten uns jetzt sogar eigentlich schon in den nächsten Bereich hier wieder einkaufen, Leute. Das ist eigentlich vielleicht gar keine schlechte Idee. So, weil die machen hier, also die machen schon echt gut Schaden. Schau mal, hier so eine Kiste, die 40.000 Leben hat. Ah, wobei, okay, nee, die haben doch, ja, okay, an so einer Kiste haben die doch noch ein bisschen zu kämpfen. Okay, ich nehme alles zurück. Aber ich schau mal hier, hier gibt es nämlich so einen Upgrader. Was kann man, ach, dafür braucht man die Diamanten. Alter, okay, mehr Speed. Okay, okay, Leute. Okay, so, warte mal, ich mache erstmal Speed hoch. Damit die schneller sind, meine... Oh mein... Okay, okay, das war gerade teuer. Das war gerade teuer. Aber ey, dieser Upgrader, glaube ich, ganz krass. Ich glaube, ich brauche mehr von diesen Diamanten. Wir testen jetzt mal den Speed. Bam! Oh mein Gott, schau mal, wie schnell die jetzt irgendwo drauf gehen. Das ist natürlich viel, viel cooler zum Leveln, wenn ich die einfach so schnell hin und her schicken kann. Okay, nice, nice, nice. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde mir ein paar von diesen Diamanten noch kaufen. Weil, ey, diese Upgrades, die bringen es ja übertrieben heftig. So, wir kaufen uns jetzt hier einfach mal... Was denkt ihr, wie viel wir brauchen? So, komm, für 500 Robux, das sollte mal fürs Erste reichen hier. So, zack, haben wir uns hier nochmal 1,8 Millionen von diesen Diamanten hier geholt, Leute. Damit sollte ich doch hier ein paar Upgrades machen können, oder? So, auf jeden Fall, more Diamonds ist ja auch schon mal gut. Pet Strange, auch nice, Leute. Also viel, viel Player Speed. Oha, mein Speed kann ich auch hoch machen. More Storage. Eigentlich nur die Stärke muss ich viel skillen. Oh mein Gott, ist das teuer. Oh mein Gott, ist das teuer. Aua, aua, 150.000 Orbs Reach. Aber Leute, meine Pets, ne, die haben jetzt so krasse Upgrades. Die haben jetzt hier so heftige Upgrades. So, und mein Player Speed mache ich auch noch hoch. Alter, okay, nice, wir haben hier voll die Upgrades durchgekauft. Woo, Baby. Wie viel Schaden machen die denn jetzt hier? Okay, ich glaube, die machen jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Schaden, ne? Boah, ich kriege auch so viele Münzen hier mittlerweile. Voll nice. Okay, komm, wir gehen in den nächsten Bereich rein. Wir kaufen uns hier direkt den nächsten Bereich frei. Ja, ich bin mir sicher, dass ich den kaufen will. So, weiter geht's. Los, Tiere, Angriff. Ba, 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 ba. Let's go, Freunde. Haha. Was? Oh mein Gott, hier kann man Pets miteinander fusionieren hier in der nächsten Station. Ist vielleicht auch eine coole Idee, weil ich habe ja doch schon einige von diesen goldenen gerade gezogen, die ich jetzt gar nicht brauche. Wenn ich die miteinander fusionieren kann... Alter, oh mein Gott, wie viel Geld ich jetzt hier mittlerweile mache. So, komm, haut mal hier irgendwas kaputt. Haut mal hier was kaputt. Ich schicke die mal da hinten auf diese Kiste. Da haben die ein bisschen was damit zu tun. Ich gucke mir mal hier an, wie das mit dem Fusionieren funktioniert. Zum Beispiel, von denen hier habe ich ja irgendwie voll viele Stück. Und die könnte ich jetzt hier miteinander fusionieren, oder was? Select free. Ach, 3 kann man da miteinander fusionieren. Wie viel bringt das dann? Ich teste jetzt einfach mal. Fuse. Boah, der ist jetzt richtig stark geworden. Alter, Alter, der ist jetzt ein so ein richtig starker geworden. Lol, wo ist denn dieser Affe jetzt? Hier, das ist ein Rainbow. Der ist ein Rainbow Monkey. Oh mein Gott, okay, okay. Ich sehe doch schon. Hier, mit angreifen, Rainbow Monkey. Alter, dieses Fusionieren, das lohnt sich ja übertrieben. Aber das kostet auch wieder Diamanten. Ich würde sagen,
Wir müssen noch mal ein paar Eier öffnen. Ich werde noch mal ein paar Packs öffnen. Ich gehe jetzt mal zurück zum Start. Teleport to the shop, Leute. So, was können wir denn jetzt hier machen? Wir könnten sogar hier so ganz kranke Dinger öffnen. Eigentlich hart auf. Oder wir holen uns hier so 300.000er. Davon kann ich nämlich 3 Stück auf einmal holen. Das wäre halt auch wieder wild, ne? Ich sage euch ehrlich, diese Golddinger. Komm, wir holen mal 3 Stück von denen. Und boom! Nein, alles nur Basic-Fishies. Warum habe ich nur Basic-Sachen jetzt hier gezogen? Aber die Basic, die 3 Stück, können wir vielleicht irgendwie trotzdem nochmal zu einem Rainbow upgraden. So, wir gehen nochmal kurz hier hin. Boah, die machen so, ey, die holen mir so voll viel Geld ran. Zack. Wo sind die Fischies? Boah, die Fischies sehr, sehr strong. Ich fusioniere jetzt aber nochmal miteinander, weil ich will hier nur Rainbow-Pets haben. Und bam! Let's go! Jetzt habe ich hier einen Rainbow. Was, oder nee? Ich habe nicht direkt einen Rainbow jetzt. Wo sind jetzt die Fischies hin? Ach, hier ist gerade dieses Ding dazugekommen. Dieser komische, dieser graue, dieser Panda-Bär. Warum werden Fische zu einem Panda? Verstehe ich nicht, Leute. Irgendwie verstehe ich das nicht. Aber egal. Der macht da, ist auf jeden Fall mein neues stärkstes Tierchen. So, bam, Alter. Die machen ja richtig Geld hier für mich, Leute. Ey, komm, wir gehen nochmal. Ey, ich finde das richtig cool, Leute. Boah, hier ist sogar so ein Tresor. Alter, wisst ihr was, Leute? Ich gehe nochmal ganz kurz vor zum Shop. So, und jetzt werden wir nämlich hier nochmal 3 von denen öffnen. Dann können wir die nämlich wieder miteinander fusionieren, Leute. Wir machen uns jetzt hier so richtig krasse OP-Pads. Ach, wieder nur Basic Schmutz, Digga. Schade. Oh, ein Geschenk ist hier auch wieder ready. Was kriege ich denn jetzt hier schon wieder? Noch, oh mein Gott, voll viel Geld. Woo. Okay, eigentlich hart. Wir müssen nochmal ganz kurz vor zum Shop. Weil mit den ganzen Münzen, die ich hier gerade bekommen habe, da kann ich... Ich werde hier nochmal welche ziehen. Komm, nochmal 3 Stück. Wir machen dann immer 3 zu 1 direkt, damit die richtig stark werden. Und nochmal 3 Stück. Und bam. Oh, sogar ein Rare stark. Und... Oh, uns ist ein bisschen die Knete ausgegangen. Dann holen wir halt nochmal 1. Woo, ein Rare Fishy nochmal. Sehr cool. Komm, und nochmal 1. Und... Let's go, Basic Turtle. So, dann gehen wir nochmal kurz hier zum Beach. Und jetzt schauen wir nochmal, was wir hier miteinander fusionieren können. Müssen das 3 gleiche sein? Ich weiß es nicht. Schau mal, die 2 hier. Nee, das geht nicht. Aber ich kann noch hier 3 miteinander fusionieren. Was habe ich denn jetzt? Oh, so einen weißen Drachen. Ich habe hier so einen weißen Drachen bekommen. Überkrass, Leute. Ey, das macht irgendwie voll Spaß, dieses Fusionieren. Zack, zack. Oh, ich habe voll viele von denen, von diesen Turtles. Fusionieren. Alle zu einem gemacht. Krank. Krank, was ich hier schon wieder mache, Leute. So, ich glaube, wir haben jetzt hier schon ganz starke auf jeden Fall am Start. So, wir testen mal, wie viel Leben hat... Oh, der Tresor, 180.000. Wie viel machen die jetzt hier mittlerweile an Schaden? Ja, doch. Geht schon ganz gut, würde ich mal behaupten. Die machen jetzt auf jeden Fall schon mehr Schaden. An so diesen großen Kisten und Tresoren haben die jetzt hier zwar noch so ein bisschen zu knabbern, aber... Aber es geht voran, würde ich mal behaupten. Ey, Leute, ich überlege gerade, sollen wir jetzt nochmal zum Ende hin... Oh, Leute, wir haben so viel Geld heute ausgegeben, das kannst du wirklich keinem erzählen, was wir hier machen. Oh mein Gott, stark, wie viel Geld wir machen. Sollen wir jetzt zum Ende nochmal ein Magic Egg für 1.300. Ey, wir haben dann fast 10.000... Leute, ich habe 10.000 Robux ausgegeben. Lasst jetzt mal hier 10.000 Likes auf jeden Fall am Start. Wir kaufen uns jetzt hier noch einmal dieses Boss-Ei hier, Magic Egg, Leute. Ich hoffe, das ist besser als das andere. So, dann schauen wir mal. Oh, und ein Geschenk ist auch schon wieder ready. Das öffnen wir auch nochmal. Wow! 5 Millionen Dollar. Okay, wir können auf jeden Fall gleich nochmal Packs öffnen. Aber ich frage mich gerade, wo ist dieses Eck, Leute, was ich gerade gekauft habe? Bin ich irgendwie jetzt doof oder so? Ach so, nee, das ist nur die Chance, dass man bessere Tiere bekommt, haben wir uns gekauft. Okay, Leute, ich bin lost, sorry. So, wir gehen nochmal vor zum Shop kurz. Wir haben jetzt mittlerweile 5 Millionen Dollar, also... Ich sag euch ehrlich, ich kann ja eigentlich doch nochmal... Nee, ich glaube, es lohnt sich mehr, hier welche von denen zu holen und die miteinander zu fusionieren. So, zack. Zack, weiter geht's. Gönn mal was Krasses jetzt hier. Okay, auch wieder nur Rare. So ein Rainbow. Ich würde gerne mal so ein Rainbow hier ziehen. Ey, ich werde die so alle miteinander kombinieren, ne? Ich werde die alle miteinander kombinieren. Und fusionieren. Ja, ihr werdet alle noch fusioniert werden. Hä?
Oh, Leute, Geld ist schon wieder weg. Geld ist schon wieder aus hier, Leute. Ich habe gerade noch mal irgendwo Geld bekommen. Geht's jetzt? Oh, es geht. Sehr gut. Noch einmal können wir hier spinnen. Ja, Mann! Rainbow haben wir gerade. Oh mein Gott, das war Schicksal. Das war Schicksal, dass wir gerade noch mal gespinnt haben, Leute. Wow, 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 wow. Okay, die Besten direkt ausgerüstet. Was haben wir hier gerade für ein Rainbow gezogen? Hier, den da. Oh mein Gott, krass. Sehr, sehr strong. Ey, Leute, wir müssen noch mal ganz kurz ein paar Pets miteinander fusionieren. So, schön miteinander fusionieren. So, was machen wir jetzt hier? Ich mach mal hier die ganzen Mülltiere, die ich habe hier. Die fusionieren wir einfach mal hier miteinander, weil die sind eh schlechte, Leute. Die sind eh nicht so stark. So, haben wir jetzt mal zu irgendwas hier gemacht, so, ne? Dann haben wir ultra viele von denen. Diese 120er, richtig viele. Fusionieren wir auch alle mal. 10 Stück haben wir davon. Und, oh, strong. Was da rauskam. Das lohnt sich ja doch hier irgendwie ein bisschen. Von den 207ern haben wir auch noch ein bisschen was. Aber ich würde auch sagen, Leute, wir fusionieren hier noch das hier miteinander. Brauchen wir eh nicht. Ist eh nicht ausgestattet. Vielleicht kriegen wir da irgendwie noch mal ein bisschen was Besseres raus. Oh, not bad, Leute. Not bad. Jetzt haben wir schon 3 Rainbows hier. So, schauen wir nochmal ins Inventar. Automatisch die besten ausrüsten. Alter, 3 Rainbow-Pets, die uns hinterherlaufen. Stark. Ist nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Nicht schlecht. So, dann macht mal hier irgendwas kaputt. Bam, 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 bam. Hoho. Jetzt macht mal das hier kaputt. Bam, 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 bam. So, jetzt hier so ein Tresor. Wie lange brauchen die jetzt hier für so ein Tresor? Ja, ja. Das geht mir aber noch nicht schnell genug. Die müssen eigentlich nur... Ich will, dass die so... Dass es noch schneller geht. Das muss noch schneller gehen hier, Leute. Die sollen den nur berühren und der muss schon kaputt sein. Wisst ihr, wie ich meine? So. Wow, 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 wow. Bam. Leute, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein von der heutigen Episode. Wir kaufen jetzt hier mal noch den neuen Bereich frei. Oh, die Eiswelt hier, Leute. Wenn ihr mehr vom Pet X Simulator sehen wollt, dann lasst mal ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Kramix.